Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Show. Und zwar zeige ich euch hier das Spiel Field Runners 2. Und zwar zeige ich euch hier genau, wie ihr an drei große Erfolge kommt. Das wäre zum einen die 5 Millionen Punkte. Ihr seht es hier oben, ich habe schon 10.700.000. Dann wäre es zum zweiten die 150 Runden überleben. Und zum dritten die 200 Runden überleben. Also, wie funktioniert das? Ihr baut als erstes hier dieses Geschütz. Einmal an diese Position, wo hier der Froster steht. An diese Position und an diese Position. Das ist für die erste Runde. Da braucht ihr so weiter nichts mehr machen. Dann wartet ihr ab, bis ihr genug Geld habt, um hier noch einen zu bauen. Und hier noch einen zu bauen. Und wenn ihr dann genug Geld habt, baut ihr hier ein. Danach müsst ihr aufpassen. Ihr könnt dann erstmal so lange Geld ansparen, bis ihr hier dieses Teil bauen könnt, also die 30. Wenn ihr das habt, könnt ihr diesen hier verkaufen und setzt ihn dahin. Genau dasselbe macht ihr oben. Allerdings solltet ihr vorher auch sehen, dass ihr hier zukriegt, damit die hier nicht mehr durchlaufen nach unten, und hier zukriegt, damit die nicht mehr durchlaufen nach unten. Ja, wenn, solltet ihr das gemacht haben, dann maxt ihr die zwei auf volle Pulle, ersetzt den hier durch einen Froster, also wenn der noch normal ist, durch einen Froster, genauso hier. Die baut ihr auch auf volle Pulle aus. Wenn ihr das gemacht habt, spart ihr so lange Geld, bis ihr hier... Ah, diese Katzen. Bis ihr hier einen Nuker bauen könnt. Also hier für 120 Dollar. Einen Nuker. Den könnt ihr auch voll aufpowern, weil die kommen dann nicht durch. Und ihr könnt dann in aller Ruhe jede Runde, wenn ihr das Geld habt, hier neuen Nuker bauen, ausbauen, neuen Nuker bauen, ausbauen. Und baut einfach so, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe hier hinten alles ohne diese normalen Türme gemacht. Ich habe da einfach nur die Nuker gebaut. Und dann kommt ihr ganz locker auf die Erfolge, die ich euch genannt habe. 500 Dollar kriegt ihr so auch ganz locker. Und ja, das sind sogar 4 Erfolge. Ich lasse das Spiel jetzt einfach mal laufen und dann gucken wir mal zu. Ich habe noch 2 Sachen, die ich ein bisschen erweitern müsste. Und dann mehr bauen geht einfach nicht, weil ihr seht ja, die Strecke ist komplett ausgebaut. Wenn ich jetzt noch irgendwas bauen will, geht nicht, weil dies im Weg stehen würde. Ich lasse es einfach mal laufen. Und noch dazu zu sagen, es gibt sogar noch einen 5. Erfolg, den ihr so machen könnt. Und das ist der Erfolg 7 Airstrikes in einem Spiel. Ich bin jetzt schon bei meinem 30. Airstrike. Ich mache alle 10 Runden einen Airstrike, weil wenn ihr so baut, habt ihr alle 10 Runden wieder einen Airstrike frei. So, gucken wir mal. Das lasse ich jetzt auch einfach mal ein bisschen laufen. Oh, ich muss niesen. Da seht ihr schon, die Kombos purzeln auch wie bekloppt. Ist halt, warum baue ich Nuka? Weil Tesla-Turm wäre ja eigentlich viel sinnvoller, weil der mehr Schaden macht. Das liegt daran, dass der Tesla-Turm nur einzelne Ziele angreift. Die Nuke-Tower, die treffen alle Ziele gleichzeitig und geben euch daher auch Bonusse, also beziehungsweise Kombos. Und durch diese Kombos füllt sich halt nach Runde 80 der Airstrike dann wieder auf. Solltet ihr die Kombos nicht kriegen, dann werdet ihr auch nicht so viele Airstrikes machen können. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt mittlerweile in Runde 423. Aber wie gesagt, wenn ihr euch daran haltet, hier erstmal die 5 normalen Türme bauen. Dann hier oben einen, damit sie da nicht mehr durchkommen. Dann hier unten einen, damit sie nicht mehr durchkommen. Und hier einen, damit sie nicht mehr durchkommen. Dann habt ihr eigentlich schon ausgesorgt, weil dann laufen sie hier diese Strecke einmal über die Brücke, unter der Brücke durch und sind eigentlich, bis sie da angekommen sind, tot. Und wenn ihr das dann halt alles zugemacht habt, setzt ihr hier diese lilan Dinger für 30 Dollar. Warum ich jetzt den Feuerturm und den Tesla-Turm drin habe, kann ich euch nicht sagen. Den habe ich überhaupt gar nicht gebraucht. Ich staune selber, dass ich so lange durchhalte, weil das ist mein allererster Versuch, dass ich so lange geschafft habe zu überleben. Aber durch die Nuke Tower ist das Spiel eigentlich recht einfach geworden. Ja, das war eigentlich auch schon alles, um an die 5 Erfolge zu kommen. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen laufen. Ich werde gleich auch einmal ein bisschen schneiden und dann euch mal noch eine spätere Runde zeigen. Ich bin mir mal gespannt, wie lange das geht. Ich spiele jetzt auch schon seit 2 Tagen an diesem Spiel. Hab zwischendurch mal nach 3 Stunden gestern pausiert. Heute mal wieder angeschmissen für 150 Runden.
Und ich denke mal, bei 450 werde ich wieder eine Pause machen und dann morgen nochmal anschmeißen. Um einfach mal, ich will es einfach durchlaufen lassen und gucken, wie viele Punkte ich wohl kriegen kann. So, jetzt bauen wir den noch aus und fertig sind wir. Jetzt können wir Geld sammeln, weil nichts mehr zu bauen ist. Und es ist auch nicht sinnvoll, jetzt noch irgendwie die Froster abzureißen und dafür die Nuker zu bauen, weil dann sind die Truppen schneller und kommen definitiv ans Ziel. Ich kann auch noch, euch noch eben was sagen. Also das hier habe ich alles ganz normal gebaut. Dann habe ich hier weiter gebaut, ganz normal. Hier habe ich erst, also an dieser Stelle habe ich erst einen normalen Turm gebaut, damit die hier nicht mehr durchkommen. Den habe ich erst weggelassen, den habe ich jetzt erst ganz am Ende, nachdem alles andere fertig war, gebastelt. Genauso wie die beiden. Braucht ihr auch erst nicht. Da könnt ihr auch erst, so weglassen. Den habe ich auch ganz zum Schluss erst gebaut. Da kam auch nichts Neues. Weil sie da nicht lang gelaufen sind. Deswegen habe ich den da noch hingebaut. Hier oben den könnt ihr weglassen. Ja, und das war's eigentlich. Die könnt ihr alles hinterher dann aufbauen, wenn ihr seht, dass die sowieso nicht mehr durchkommen. Ihr solltet aber auf jeden Fall darauf achten, dass der Airstrike voll ist. Weil wenn der nicht voll ist in der 10. Runde, habt ihr da ein Problem. Gegenstände braucht ihr nicht für diese Taktik. Wenn ihr Gegenstände mitnehmen wollt, könnt ihr das gerne machen. Es hilft euch einfach nur ein bisschen dabei, noch mehr Runden durchzuhalten. Aber ich für meinen Teil habe da nichts benutzt. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch den Airstrike zusammen, dass ich da noch ein paar Kombos kriege. Sieht gerade nämlich nicht so gut aus. Und wir sind gleich in Runde 430 und dann müssten wieder die dicken Panzer kommen. So, dann kann ich euch nochmal eben sagen, wie ich es weitergemacht habe. Ich habe, wie gesagt, das hier ganz normal gebaut, so wie es hier auch steht, ohne dass dann noch andere Türme vorbei sind. Dann habe ich hier unten einmal dicht gemacht mit einem normalen Turm und dann habe ich hier ganz normal gebaut, so wie es hier halt auch ist, ohne normale Türme. Und dann habe ich hier angefangen, hier oben, darunter, darunter und habe das hier erst fertig gebaut, damit die auch alle schön auf den Startbereich schießen. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, gleich ein Problem, weil ich keinen Airstrike rechtzeitig habe. Ich glaube, jetzt kommt auch so langsam die Zeit, wo das Spiel vorbei geht. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so toll aus. Ich hätte jetzt doch gerne mal einen Gegenstand, sonst, naja, wie viel wären es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türme, 6 durchlassen. Dann wären wir bei, theoretisch könnte ich einen durchlassen. Wenn der eine durch ist, dann kann ich den Airstrike nutzen und die anderen wegbomben. Ja, ich denke mal, so werde ich es machen. Ja, mittlerweile sind die Einheiten auch so stark, dass ich einfach keinen Airstrike mehr kriege. Habe ich wohl doch ein bisschen zu lange gewartet. Und ich kann es auch nicht schneller laufen lassen. Das ist schon die höchste Geschwindigkeit. Naja, ich werde das Spiel jetzt eben kurz pausieren und gleich nochmal reinschalten, damit ihr seht, wenn es kurz vor Ende ist, wie weit man mit dieser Taktik kommt. Natürlich gibt es noch andere Taktiken, die man fahren könnte, aber ich halte die Nuker-Taktik am besten, weil einfach dieser Flächenschaden da ist und somit auch alles getroffen wird und die Kombos da sind für die Airstrikes. Wenn ihr diese 5 Erfolge noch angehen wollt oder wenn ihr euch gefragt habt, wie das bisher funktioniert, dann wisst das jetzt. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das weitergeholfen hat, dieses Video. Und auf jeden Fall und wenn ihr mehr sehen wollt, ich werde mit Sicherheit demnächst noch ein paar andere Let's Shows zeigen. Aber dazu müssen erstmal die Spiele da sein, um das machen zu können. Na gut, liebe Freunde, ich werde jetzt erstmal pausieren und bin dann gleich wieder für euch da. Und so wie es im Moment ausschaut, läuft das gerade auf das Ende zu, weil diese Welle kriege ich nicht mehr weg. Ich habe noch einmal einen Airstrike machen können, nachdem ich gerade geschnitten habe. Und jetzt laufen die Panzer alle durch. Und dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ja gut, dann haben wir noch 2 Punkte und dürfte auch wieder ein Airstrike bereitstehen. So, der erste ist schon mal durch. Da kommen nochmal 2. So, da fährt auch schon wieder der nächste an und dann ist es auch definitiv gleich vorbei.
Wobei, wenn ich gleich wirklich noch einen Airstrike habe, könnte es doch noch ein bisschen länger dauern. Ich denke mal, bis 450 könnte ich kommen. Wenn die Panzer nur nicht so langsam wären. Weil wenn die sowieso durchkommen, können sie ruhig schneller fahren. Ich pausiere nochmal und schalte gleich wieder ein. So, die Welle ist durch. Wir haben noch zwei Herzen und unseren Airstrike. Das heißt, ich werde gleich gucken, wenn die nächste dicke Panzerwelle kommt, da mal wegbomben. Weil wir halten jetzt einfach gar nichts mehr auf. Gucken, dass wir noch möglichst viele Punkte bekommen. Selbst, obwohl die kommen jetzt nicht ganz so weit, aber die halten auch schon ordentlich was aus, weil ihr müsst mal bedenken, jeder Schuss von so einem bringt 1200 Schaden. Ist jetzt nicht das meiste, aber in der Kombo auf jeden Fall genial. Weil wenn die alle gleichzeitig draufschießen, sind das mal 10.000 Schaden mit einem. Und dann halt auch für jeden, der da im Umfeld steht. Das ist auch immer eine fiese Welle mit den Heilern, wobei mit dieser Taktik geht das auch relativ gut. Und da waren auch noch wieder ein paar Kombos dabei. Ja, die Wellen zwischen den jeweils runden Zahlen, also zwischen 440 und 450 sind immer ganz cool. Weil da viele Kombos zustande kommen, weil dann nur die kleinen Field Runners kommen. Aber sobald jetzt auch die kleinen Panzer kommen, kriege ich die auch nicht mehr weg. Ja, ihr hört schon, ich höre mich auch etwas seltsam an. Es liegt daran, dass mich der Heuschnupfen voll erwischt hat. Ich hoffe nur, dass das mit dem heißen Wetter bald vorbei ist. Heute ist ja auch wieder 38 Grad. Na, so langsam könnte mal wieder eine Panzerwelle kommen. Vielleicht habe ich ja Glück und die 449. Welle hat noch keine kleinen dabei, dass ich mich den Airstrike für die 450. aufheben kann. Oh, das sieht sogar gut aus. Bisher noch kein Panzer dabei. Ja, ich habe auch schon Videos dabei gesehen auf YouTube von Field Runners 2, wo auf einem anderen Parcours, ich glaube, 1800 Runden gemacht wurden. Allerdings ist das ein Video, wo es nicht erklärt wird, wie es funktioniert. Da wurde nur dann irgendwie ab der Runde 1800 kurz gezeigt für 30 Sekunden. Ich weiß auch nicht, ob es ein Trick war oder so. Auf jeden Fall ist das auch auf jeden Fall im Heroic. Muss ich noch dazu sagen, habe ich vorhin vergessen, weil wenn ihr nicht Heroic spielt, also auf schwer, dann habt ihr das Problem, kriegt ihr den Erfolg mit Runde 200 überleben nicht. Und das wollt ihr ja nicht. Deswegen immer schön auf Heroic dieses Level spielen, wenn ihr überhaupt schon so seid. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, dann wisst ihr auf jeden Fall, was für Tower ihr braucht. Und welche Tower ihr freischalten müsst. Aber ich glaube, diese Tower schalten sich automatisch im Lauf der Kampagne frei, wenn ihr die Sterne erreicht habt. Ich habe mittlerweile auch überall fünf Sterne, sag ich schon, überall drei Sterne. So, da kommen wieder Panzer, meine liebsten Freunde. Ich hätte aber lieber die großen, verdammt. Ach komm, ich glaube, ich mache hier mal einen Airstrike. Wir haben dann ja noch bis Runde 460 ein paar Runden, wo wir einen Kombos machen können. Ich hoffe nur, das klappt auch, dass wir da Kombos hinkriegen, weil jetzt gerade sieht das ja nicht so pralle aus. Hauen wir mal rein. Airstrike. Ja, das sieht aus, als ob da Kombos zustande kommen. Scheiße, da war keiner bei. Da war einer. Da war noch einer. Ey, wo sind die Airstrikes? Warum füllt er sich nicht? Ah, da ist jetzt ein bisschen was dazugekommen. Ja, da habt ihr es gesehen, da hat er sich wieder ein bisschen oben gefüllt. Ich habe auch gerade noch was gesehen, während ich pausiert habe. Hier oben ist auch noch ein Platz für so eine Kanone.
Das habe ich vorher übersehen beim Bauen, aber jetzt ist wirklich definitiv jeder Platz besiegt, weil wenn ihr hier guckt, ich sehe hier keinen einzigen Ort mehr, wo man noch was hinstellen könnte, ohne den Weg zu blockieren. Hier auf die Felder geht's nicht, auf die Feuerfelder. Ist ein bisschen schade, weil sonst hätte ich da auch noch welche hingebaut. Ja, und da ist der Airstrike auch schon wieder zur Hälfte voll. Allerdings werden wir jetzt wohl keine Runde mehr mit Airstrike schaffen. Hätten wir uns vielleicht doch ein bisschen noch aufheben sollen, bis die dicken Panzer kommen, weil die kommen definitiv alle 10 Runden, die dicken. Und da sieht immer, wie viel Leben die mittlerweile haben. Selbst die dicken Fußsoldaten. Oh, 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 oh. Ja, da waren nochmal 2 Kombos. Noch ein Kombo. Ah, schade. Schade, schade. Ach, scheiße, da kommen ja schon wieder Panzer. Ja, dann ist das jetzt auch die Final Round. Da wird nichts mehr draus. Dollar haben wir im Moment auch reichlich, aber was sollen wir damit, wenn wir da nichts mehr mit machen können? Das Einzige, was ich noch probieren könnte, wäre ein Tesla zu bauen. Komm, das probieren wir mal. Bauen wir da mal ein. Und bauen da ein, dass wir da noch ein bisschen mal mehr Schaden kriegen, weil für die Panzer geht das ja einigermaßen. Dasselbe mache ich hier auch. Vielleicht schaffen wir ja die Runde dann doch noch. Weil geldtechnisch sieht es ja fantastisch aus bei uns. Und hier oben nehme ich auch nochmal Tesla. Das sieht sogar sehr gut aus. Die Tesla machen ganze Arbeit. Es ist aber auch, die Tesla sind wirklich nur ratsam zu bauen, wenn da Panzer ankommen. Alles andere wird keinen Sinn machen, aber der Panzer scheint durchzukommen. Na, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das muss er ja hier nochmal durch. Ja, super. Hat noch geklappt. Fantastisch. Also Tesla, dann aber auch nur wirklich hier hinten, weil hier vorne ist das Bombengebiet und hier hinten kommen meistens sowieso nur die Panzer an. Und da kommen schon wieder kleine und große und wir kriegen einfach keinen Airstrike mehr. Das ist nicht gut. Und das Video wird viel zu lang für meinen Geschmack. Ich hätte ganz gerne das Video kurz gehalten. Aber vielleicht ist ja jetzt Ende nach dieser Runde. 460 Runden auf jeden Fall überstanden. Das ist mein persönlicher Rekord. 11 Millionen Punkte zusammenbekommen. Das ist fast genauso viel wie mit allen Spielen zusammen vorher. Weil vorher hatte ich alles zusammen, jedes Level 17 Millionen Punkte. Und jetzt mit dem nochmal 11 Millionen. Also da sollte ich dann auf jeden Fall in der Rangliste auch ein bisschen aufsteigen. Ich glaube mit 17 Millionen insgesamt war ich schon auf Platz... Na, welcher Platz war es denn? Ich glaube, irgendwas mit Platz 1000 habe ich da gehabt. Oh, die kleinen Panzer sind sogar kaputt. Dann kommen jetzt ja nur noch die großen. Also, wäre natürlich ein Traum, wenn wir die großen so weit kaputt kriegen, dass nur noch einer durchfährt. Dann hätten wir diese Runde nämlich auch überstanden. Und fürs nächste Mal dann auch wieder ein Airstrike. Weil bei 461 sollten wieder etwas leichtere Einheiten kommen. So dass man da wieder ein bisschen ansammeln kann. Oh, und da sehe ich schon, einer von den dicken Panzern ist gleich hin. Wir haben 1350 Dollar. Ist auch ein Traum. Ja doch, das sieht sehr gut aus. Ein Panzer kaputt, der geht jetzt auch kaputt, wenn er durch die Tesla muss. Okay, mit dem letzten, da könnte ich mir Sorgen machen. Da könnte ich Probleme kriegen. Der ist auf jeden Fall hin.
Jawohl. Der müsste eigentlich auch noch down gehen. Wobei, bei dem könnte ich Probleme kriegen, weil, obwohl jetzt schießen die Tesla drauf, das ist gut. Das ist gut. Aber der möchte nicht unbedingt. So, jetzt müssen unsere Bomber den Rest machen. Jawohl. Da ist wieder einer kaputt, der ist kaputt. Jetzt nur noch den. Ja, super, die Runde auch überstanden. Fantastisch. Ich freue mich. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Aufnahmepause und schalte gleich wieder ein. Ja, ich glaube, das war es jetzt gewesen. Da bringen die Tesla auch nichts mehr. Da kommen 6 Panzer auf ihr Ziel zu. Das Einzige, worauf ich jetzt noch hoffen kann, ist, dass vielleicht da noch irgendwas passiert. Aber das scheint nicht so zu funktionieren. Das war auf jeden Fall das Let's Show zu Field Runners. Oh, und 10.000 Coins. Gibt es auch nochmal den Erfolg. Ich habe 10.000 Münzen insgesamt angesammelt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Drücken wir mal. Weg. Hier oben laufen auch nochmal Erfolge durch, die ich alle bekommen habe während dieses Durchlaufes. Wir gehen auf Finish. Und da sehen wir jetzt natürlich 3 Sterne, war schon klar. 1500 Kombos habe ich gemacht während des ganzen Spiels. Und 11.600 Field Runners besiegt. Gibt auch nochmal 3 Millionen Zusatzpunkte. Wir kriegen 1922 Münzen dafür. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn es so war und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich. Ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao! Und weil es so schön ist, habe ich hier nochmal einen kleinen Abfitzel für euch. Ich habe mich von Rang 1100 auf 368 globalen Score für alle Levels gesteigert. Also es lässt sich eigentlich schon sehen. Und mal gucken, vielleicht kann ich mich noch weiter steigern, indem ich andere Videos mit so vielen Runden schaffe. Naja, das war's fürs Erste. Bis dahin, alles Gute. Ich bin raus. Ein weiteres Mal. Ciao.